Hallöchen, meine Abenteurer! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satinafs Ketten. Ja, wir wollten jetzt in dieses Badehaus. Ich glaube, das war das Badehaus. Und das werden wir jetzt mal betreten. Lass uns hineingehen! Warte! Du bleibst besser draußen, Nori. Warum? Ich sehe erst nach, ob die Luft rein ist. Na gut. Du fragst nach dem Prisma, ich frage den verträumten Mann nach Fanglari. Auch. Na toll. Auch nicht viel sicherer. Jetzt mach schon! Ich muss eine Nachricht überbringen! Erst kümmert sich gute Minka um böse Wunde. Arroken bringt mich um! Ich muss jetzt gehen, danach komme ich wieder! Bleibst du sitzen, Kindchen, sonst verschriebelt sich Wunde. Nachricht kann warten. Warten! Ich wollte längst mit meinem neuen Kerl im Haifischzahn sein! Mit böser Wunde kannst du Männer nicht lieben, Kindchen. Jetzt sitzt er da im Bottich und wird bloß wieder ungeduldig! Die finde ich aber nett, die verwundert, ja. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Erstmal, was passiert ist. Woher hast du die Wunde? Was geht dich das an? Ich frage nur. Wenn irgendwie Botschaften bei sich trägt, lebt eh ungefährlich. Wer hat dich denn überfallen? Stell nicht so viele Fragen, Milchgesicht. Was musst du überbringen? Eine wichtige Nachricht. Aber wenn die Baderin weiter trödelt? Minka trödelt nicht. Minka ist gründlich. Ja, Minka. Wer ist dieser Arauken? Mein Auftraggeber. Ganz einfach. Und jetzt verschwinde! Hältst du still, Kind? Ich mag Fremde nicht, die Fragen stellen. Ja, wir sind halt einfach nur das neugierig. War schon alles. Minka, erzähl du uns. Wird noch dauern, Kindchen. Aber zieh dich einfach schon aus. Ich will gar nicht baden. Ich habe nur ein paar Fragen. Fragen? Neugier kann gefährlich sein, hierzulande. Aber musst es ja selber wissen. Okay, was ist mit Goswin? Kanntest du einen Menander Goswin? Was hast du mit dem Goswin zu schaffen, Kindchen? Lieferung oder Freund? Lieferung. Ich soll etwas bei ihm abliefern, das ist alles. Auch ein Bote, ja? Richtig. Dann bist du umsonst gekommen. Ist verstorben, das Brüderchen. Haben seinen Leib aus dem Svelte gefischt damals. Abscheulicher Anblick. Wer hat ihn umgebracht? Wer spricht von umgebracht? Gib auf deine Fragen acht, Kindchen. Okay, was ist denn mit der Wunde? Woher hat sie die Wunde? Ich stell keine Fragen. Meine Arbeit ist zu helfen. Und geht das auch schneller? Wunden bedarfen Zeit. Okay, was ist denn mit dem Badehaus? Ein schönes Badehaus. Wie konntest du dir all das leisten? Durch freundliche Gesten. Freundliche Gesten? Ja. Ende der Geschichte. Okay, ich glaube, ich weiß, welche freundlichen Gesten. Was war Goswin für ein Mensch? Guter Mann, Brüderchen Menander. Aber am Ende ist Meschugge geworden, der Schlimasnik. Ein Schmecker war er. Ein Säufer. Ach so. Brabbelte immerzu von anderer Welt und von einem Schlüssel dazu. Prisma hat er's genannt. Ei, wer's glaubt. Jedenfalls ist er jetzt tot. Boron weiß, warum. Übrigens, Meschugge, das will ich jetzt einfach nur einbringen, das ist ein jiddisches Wort und heißt verrückt. Habe ich gelernt beim vielen Dinenischauen. Damals in meiner Jugend. Naja, ich bin ja immer noch. So alt bin ich ja noch gar nicht. Erzähl uns was über das Prisma. Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast gesagt... Hör zu, Minka will noch leben ein Weilchen, also sei still. Okay, was ist mit dem Haus? Und Goswins Haus steht jetzt leer? Goswins Haus? Der ehrenwerte Kaufmann Harm hat gekündigt, das Haus. Harm hat es gekauft. Ah. Okay, und wer ist dieser Harm? Wer ist dieser Harm? Ehrenwerter Kaufmann Harm. Ihm gehört beinahe die ganze Fischerstadt. Ist richtiger Segen für die Gegend. Okay, ja, wir fragen einfach nochmal nach dem Prisma, auch wenn sie uns wahrscheinlich keine Antwort gibt. Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wovon du redest.
Aber du hast gesagt... Hör zu, Minka... Ja, das hatten wir schon. Blablabla. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Bene. Was haben wir denn hier noch? Bandagen? Können wir die klauen? Na, na, na. Na, na, na. Aber den Eimer können wir klauen, wenigstens etwas. Fingerchen weg, junger Mann. Jede einzelne Warze ist genau herausgearbeitet. Das kann doch unmöglich ein einfaches Steinbild sein. Uiuiui, ich glaube, das lassen wir nachher noch kaputt gehen. Schauen wir erstmal, ob wir noch mit dem Gast reden können. Hallo. Ahoi, Matrose. Los, ab ins Brackwasser. Nein, danke. Wasserscheu, hm? Ja, wer bist du denn? Bist du der Freund von der Botin? Von wem? Die Frau, die gerade versorgt wird. Ach so, natürlich. Rajat heiße ich. Ich bin Seefahrer. Geron. Aus Andergast, richtig? Erkenne ich an der Mundart. Bin mal dort gewesen. Räudige Stadt. Viel Schweinekot. Unfreundlicher König. Aber eine schöne Magd. Ah, süße Tagelage. Ihr Name war... Ach, Scheißdreck. Hab ihn vergessen. Jetzt habe ich auch nur noch Augen für... Die Botin. Ganz genau. Okay. Der hat's nicht so mit Namen, Nachricht, der Botin. Welche Botschaft soll dein Mädchen denn überbringen? Eine Nachricht für Harm, den ehrenwerten Kaufmann. Aber da halte ich mich lieber raus. Will nicht über die Planke gehen. Okay, was ist denn... Wer ist dieser Arauken? Der König des Irrlichterhügels betreibt dort jetzt auch ein Steinfigurenkabinett. Tiere aus Stein. Die verfluchten Biester sehen aus, als würden sie dich gleich anspringen. Ist zu dieser Zeit aber geschlossen. Okay, und was ist mit Harm? Dieser Harm scheint ein wichtiger Mann zu sein. Scheint so. Er macht Geschäfte mit Alvin Arauken. Und was noch? Frag nicht so viel, Schrubber. Ich will hier nur meinen Lachs baden. Na, dann bad mal weiter. Bis später. Dab, 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 dab. Hier ist nichts, hier ist nichts. Mit Zapfern. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Okay, können wir doch mal mit der Verwundeten reden über... Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Wer ist dieser Harm? Er kümmert sich von seinem Schiff aus um wirklich alle. Sein Schiff? Ja, Mann. Okay, er wohnt auf einem Schiff. Dann lass mich doch die Nachricht überbringen. Bist du wahnsinnig? Arauken lässt mich dreimal im Svelte ertränken, wenn er davon Wind bekommt. Das muss er ja nicht. Das wird er aber. Glaub mir. Dann machen wir es ein bisschen eifersüchtig. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushatna Roche? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Da bist du voll böse. Du solltest besser auf dein... Was? Drehst du... Ich glaube, ich kann ihm ver... Das war schon alles. Okay, wir müssen die Botin jetzt auf jeden Fall irgendwie eifersüchtig machen jetzt. Na? Sag schon zu Hause aus der Prisma. Was ist denn mit der Steinfigur? Was ist das für eine Figur? Was? Ei, das ist ein Frosch aus Stein. Geschenk vom ehrenwerten Harm. Er sieht so echt aus, als sei er verzaubert worden. Ei, war teures Geschenk. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Bene. Jetzt reden wir doch mal mit dem Gast. Was gibt es, Landratte? Nichts. Bis später. Es gibt nichts Neues. Okay, ich möchte jetzt noch versuchen, ob wir hier diesen Zauber mit dem Frosch machen können. Bricht nicht in zwei. Mist. Okay, was haben wir denn noch hier? Haben wir nichts. Was soll das denn werden, Rotzgesicht? Verzeihung, hab ihn mit meinem verwechselt. Ja. Sicher. Auf deine... Oh, oh, oh. Enterhaken. Einmal. Wir gehen mal raus. Ich habe eine Idee. Nuri, brauche deine Hilfe. Und Geron kommt auch mit nach Fanglari. Er weiß bloß noch nicht genau, ob... Da ist er. Nuri, bitte mach mal hier den Spiegel wieder ganz.
Oh, sorry. Ich kann jetzt nicht nochmal extra verbrechen lassen. Sag mal, Nuri. So, Kaspin. Da ist einer im Badehaus, der ganz allein badet. Vielleicht kannst du dich mit ihm etwas unterhalten? Ist die Luft denn jetzt rein? Ja. Hat er ein bisschen vor Böse? Hat der Nuri sitzt da noch drin? Und plötzlich wurde alles dunkel. Nuri! Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Wer hat denn gesagt, dass du gleich zu ihm in die... Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe alles vergessen. Naja. Hallo, Verwundete. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Wir haben unsere Nuri auf deinen Freund eingesetzt. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushat Narosh? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Das war schon alles. Sag mal, Nuri. Ich bin gleich zurück. Atta. Ich mag nicht. Was gibt es, Landratte? Ende. Bis später. Na? Okay, die dann lasse ich dich Neues. Weiterarbeiten. Bene. Ich habe Idee. Ich habe voll gutes Deutsch. Schau doch einfach in den Spiegel. Er ist ganz beschlagen. Man sieht überhaupt nichts. Keine Zeit für sowas. Kann man den irgendwie putzen? Mit den Aufzeichnungen. Hatte schon bessere Einfälle. Haben wir nichts zum... Ah, doch, das Handtuch. Lauf schneller. So, damit können wir jetzt den Spiegel erstmal reiben. Spiegelblank. Seit wann habe ich Ringe unter den Augen? So, und dass die Botin Nuri entdeckt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.